Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted. Ja, wir sind weiter auf der Suche nach unserem verschollenen schiffsbrüchigen Bruder Sam, der irgendwo in den Wäldern der Insel umeinander haust. Aber wir sind nicht alleine hier. Hier haben wir schon wieder irgendwelche Shoreline-Trotteln, die uns das Leben bestimmt schwer machen werden. Schießen können wir nicht, denn wir haben keine Waffe dabei. Oder die ist schon verloren. Aber eventuell können wir den dann da, den Dotterkopf, hoppala, na, das war nix. Oh, oh, ich habe mich jetzt eigentlich schon tot gesehen. Jetzt machen wir es nochmal. Wo ist denn das? Bin ich schon wieder oben? Ich sehe mich gar nicht. Doch. So, jetzt schauen wir mal. Mal schauen, der hat schon uns ist irgendwie aufmerksam auf uns geworden. Vielleicht können wir den gleich überwältigen. Das ist jetzt meins. Okay, den Hammer. Nein. Okay, den muss ich jetzt so fertig machen. Was war das? Ich spiele es am liebsten, wenn ich nicht viel schießen muss. Da ist dann die Aufmerksamkeit von den anderen nicht so hoch. Aber das, wer ist das? Oh weh, okay. Ich sehe, wir werden wahrscheinlich einer Schießerei gar nicht komplett aus dem Weg gehen können. Aber den können wir hier noch so überwältigen. Das ist mein nächster. Da was zum Springen, ja, da ist was zum Springen da. Machen wir das gleich mal. Den Hammer. Also das finde ich echt super cool hier, die Rotzlöffeln. Einfach so aus dem Hinterhalt abzumurksen. Schauen wir mal, da kommt der nächste. Ja, noch ein Rest. Du Moskitos. Da braucht nicht so viel. Ich glaube, da wird keine Kunden. Okay, weiter geht's. Schätze im Wert von Millionen nachgelegt. Die Ratenschätze sind das für Kinder. Weiter geht's. Wo ist der? Wenn ich ziele, dann weiß ich das. Das sind gleich mehrere. Was macht denn er? Auch so ein kleiner Tarzan. Hm. Kommt der rüber? Das wäre klasse. Wenn nicht, komme ich jetzt rüber. Und dann schnappe ich mir den Kerl. Gleich wieder im Gras verschwinden. Das sind schon ein Haufen. Aber ich muss sagen, das macht mir gerade mehr Spaß, wie dieses depperte Umeinanderschießen. Also das sind hier locker 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal. Wenn ich da drauf springe, dann sieht der mich. Ich probiere das noch ein bisschen. Den können wir noch so ausschalten. Wenn ich nicht daneben gesprungen wäre. Nochmal. Oh oh, ich darf nicht so unvorsichtig spielen. So, und da entlang. Der hat auch einer ein bisschen Aufmerksamkeit. Wo ist der? Der ist da. Ich steige jetzt mal da drauf. Oh, schon wieder nicht. Alles klar, das muss ich anders machen. Ansonsten falle ich da noch 25 Mal runter. Obwohl, einmal probiere ich es noch. Das ist doch nicht. Das darf doch gar nicht wahr sein. Hoppala, wieder zurück ins hohe Gras. Okay, wir haben genug Munition dabei. Aber. Mal schauen. Ist da irgendwo ein Enterhaken?
Schauen wir mal. Oh nein! Mal gucken. Achtung! Ein Schalldämpfer, das wäre noch cool bei dem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Ach, warte mal, konnte ich da vorhin nicht? Ah, nee, wir machen das gar nicht so. Alles klar. Und zack. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar ein richtiges. Jetzt geht's richtig zur Sache, liebe Leute. Jetzt geht's richtig zur Sache. Oh, das überlebe ich garantiert nicht. Ich bin ja in einem mehr als miserablen Zustand schon. Und ich sehe gar nicht, von wo ich da gerade noch angeschossen worden bin. So, nochmal. Leute, kurzer Break. Der Hund nervt mich gerade total. Oh, Entschuldigung, ich bin wieder da. Nur der jammert hier rum und hat gar nichts zum Jammern. So, alles klar. Mei, wie peinlich. Jetzt holen wir das aber nochmal. Alles klar. Also, wir müssen hier... Ach. Wo lang müssen wir, Leute? Wo lang müssen wir? Also, ich weiß schon, wo lang, aber wie regle ich das Problem am besten? Das ist es. Okay, hier bin ich schön runtergekommen, das ist super. Das, alles klar, komm einfach hier rein spaziert, du Dotterkopf. Ich probiere das mal schnell. Der ist außer Betrieb, das ist sehr gut. Jetzt haben wir da noch, wie viel haben wir noch? Eins, zwei. Aha, will ich gar nicht. Ich will den eigentlich lautlos abknallen, beziehungsweise lautlos umbringen. Jetzt schauen wir mal, wenn ich mich da jetzt schon dranhänge. Und jetzt kann ich den so ausschalten. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Okay, ich muss das anders regeln. Eieiei, also das, ich mag das Schießen in dem Spiel. Da noch eine Granate, die mich fast zerfetzt. Dann da oben steht einer, den sehe ich. Ah, verdammt. Ah, das ist immer frustrierend. Ich will einfach nicht drauf gehen. Aber ich bin einfach keiner, der gern schießt bei dem Spiel. Es haut bei mir nicht hin. Das regt mich auf. Okay, da war ja gerade mein Fehler, dass ich entdeckt worden bin. Das Problem ist, wenn du hier zum Schießen anfängst, dann sind nicht auf einmal irgendwie die drei Leute da, die man hier sieht, sondern dann sind es gleich 35. Da sind 1, 2, 3. Lass sie mal runter. Den können wir eventuell noch schön ausschalten. Das könnte was werden. Nein, nächstes Problem. Also ich glaube, ich kann das nicht lösen, indem ich nur schleiche und langsam spiele. Ich spiele eh schon auf einer Stufe, die nicht so schwierig ist, ich weiß nicht, auf mittel oder leicht. Oder ich weiß nicht, was es noch gibt. Jetzt mal gucken. Wäre super, wenn der runterkommt. Ist für mich einfacher. Erledigt!
Okay, der ist wirklich einer zu mir gekommen. Den haben wir auch. Wie viel sind das noch? Wie viel haben wir da noch? Es läuft jetzt gerade gar nicht so schlecht. Ist da noch einer? Ich glaube, die Musik sagt eigentlich, hey, hier ist noch was, pass auf. Aber ich sehe keinen mehr. Hoppala. Doch, da sind noch welche. Schauen wir mal. Oh, was haben wir denn hier Cooles? Ach, nur Waffen. Ich habe gedacht, da liegt irgendwie so ein Special. Oh, aber die Granaten, die sind schon mal special genug. Obwohl ich die gar nicht haben will. So, Leute, wie geht's weiter da oben? Erstmal darüber. So, da haben wir 1, 2, 3, 4. Ach ja, okay. Hauptsache, da unten ist keiner. Das bedeutet, wenn es 4 sind, sind es 8. Ah, das ist gar nicht gut, was ich mache. Da verrate ich mir meine Position viel schneller. So, lass gucken. 1, 2. Den Hammer. Ah, das nervt so, diese Scharfschützen auch. Und es wird wieder keine Munition. Okay, die holen wir uns hier jetzt ab. Das ist so ein Scharfschützending, oder? Okay, probieren wir das mal mit dem. Haben wir den? L3 zum Zoomen. Ich will nicht zoomen. Ich will, dass das vorbei ist. Die scheiß Schießerei. Okay. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Machen wir da mal nochmal einen Hops darüber. Schuss, das ist schon mal sehr gut. Wo ist der? Das ist schon das Problem, ich sehe den nicht. Aber wir haben ihn trotzdem erwischt. Sehr gut, alles klar. Wo ist noch jemand? Da hinten, okay. Krieg ich den auf die Distanz? Hm. Oh, den haben wir. Das Licht ist ausgegangen, beziehungsweise der Laser, der uns verfolgt. Und? Schießt doch keiner auf uns. Hüpfen wir mal da drauf. Was war das denn? Das ist irgendwas explodiert. Oder eingestürzt. Okay, wie schaut's aus? Was ist denn das für eine Waffe? Okay, nichts Außergewöhnliches. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Was ist denn da jetzt los? Was ist denn das? Da ist so ein Lümmel, der hat so eine Art Granatenwerfer oder sowas. Okay. Schauen wir mal. Soll ich da rüber hüpfen? Ja, ich hüpfe mal da rüber. Und ich glaube auch, das Ding ist nicht schlecht, dass die Gefahr jetzt vorbei ist.
Ja, sehr schön. Jetzt können wir hier wieder entspannter weiterspielen. Hoffe ich jedenfalls. Gott sei Dank haben wir das so einigermaßen hinbekommen. Granatenwerfer? Nee, brauchen wir nicht. Wir schießen nicht mehr. Okay, dann darauf. Also ich habe schon vor 20 Minuten oder in der Folge davor mal gesagt, dass wir eigentlich gleich beim Bruder sein müssen. Aber bis jetzt keine Spur von ihm. Weder ein Lebenszeichen wie ja, Klamotten oder sowas. Vorhin war dieses Geblinke da im Hintergrund irgendwo. Da hat er hier mit der Taschenlampe gemoast. So, wohin? Darauf, darauf, darauf. Und jetzt bin ich ganz oben, da bin ich ja das Megakanonenfutter. Nein, wir schwingen uns. Schaffen wir das? Jawohl. Richtig cool. Aber wirklich eine gute Folge wieder oder ein guter Abschnitt vom Spiel, der mir richtig viel Spaß beim Spiel macht, trotz den nervigen Schießaktionen. Wo lang? Aber das hat dann doch ganz gut geklappt. Und dank den Möglichkeiten, dass man den Schwierigkeits auch grad ändern kann von dieser geschissenen Schießerei oder vom Spiel, da ist das dann wesentlich, ist der Spaßfaktor da für mich irgendwie höher. Ist nicht so frustrierend, wenn ich da dauernd drauf gehe. Zum Schießen gibt es andere Spiele. So hier Star Wars Battlefront zum Beispiel oder was jetzt auch neulich rausgekommen ist, ist Doom. Was ist das? Das ist auch mal angezockt, aber das ist irgendwie gar nicht meins. Liegt vielleicht daran, dass ich Doom schon mal gespielt habe vor, was weiß ich, in den Ende der 90er oder so, und da war das was ganz was anderes. Gut. Hier. Dokument von 1808. Ich lese es mir nicht durch. Düster. Okay, zurück. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Wo lang? Gehen wir dahin. Obwohl, aber noch eine Höhle hier, oder? Die schauen wir uns erstmal an. Die Höhle, die lädt ja direkt dazu ein, dass da noch ein Schatz irgendwo verborgen ist. Oh nee, das wird hier richtig schön dschungelartig. Ich hatte recht, man spürt es, wo ein Schatz ist. Wenn man so ein bisschen bei dem Spiel mitmacht, dann hat man da ein Gespür dafür, wo sich irgendwie Schätze verborgen. Oh, jetzt bellt der Hund. Hey! Ruhe! Okay, weiter geht's. Der Hund ist auch wieder still. Ist doch witzig, oder? Der Hund da mit in den Aufnahmen dabei. Oi, oi. Der ganze Stein bricht zusammen. Leute, und großen Sprung. Halt, ihr Scheiße. Na klar, der Nate schafft es, kein Zweifel. Ah, wunderbar, wieder vereint. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Ja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du da noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein?
Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay, die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ja, liebe Leute, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin auch mal gespannt. Wenn es euch gefallen hat, einfach wieder reinschalten. Nächste Folge kommt zwischen 20 und 21 Uhr. Ciao, bis dann.